Liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist wieder Ihre Emma Stapel und aus aktuellem Anlass melde ich mich heute aus Berlin-Schöneberg. Ganz in der Nähe befindet sich die Grunewaldstraße Nummer 87. Das Haus wurde vor wenigen Tagen von einem Sondereinsatzkommando der Berliner Polizei gestürmt. Grund für den Großeinsatz waren gewalttätige Auseinandersetzungen im Haus. Das zu einem großen Teil von Balkan-Migranten bewohnte Haus sorgt schon seit Wochen für negative Schlagzeilen. Was für den Eigentümer ein profitables Geschäftsmodell darstellt, ist für die Altmieter und Anwohner eine regelrechte Plage und es ist kein Einzelfall. Rund 50 solcher Roma-Häuser gibt es bereits in Berlin und überall die gleichen Zustände. Schmutz, Verwahrlosung, oft einhergehend mit Kriminalität. Allerdings hat nicht nur die Politik vor Ort hier auf ganzer Linie versagt. Das Grundproblem ist eine verfehlte Asyl- und Zuwanderungspolitik im Bund. Das Haus in der Berliner Grunewaldstraße Nummer 87 wirkt von außen eher unscheinbar. Doch was sich in dem Gebäude seit einiger Zeit abspielt, spottet jeder Beschreibung. Mehr als 300 Polizeieinsätze hat es hier in den letzten Monaten gegeben. Die Altbewohner beschweren sich über unzumutbare hygienische und bauliche Zustände, seitdem dort zeitweise bis zu 200 Roma auf engstem Raum untergebracht sind. Und wohlgemerkt, am Tag vor unserem Besuch wurde das gesamte Haus erst gereinigt. Nahezu jeden Tag fahren Polizeiwagen vor und immer wieder werden auch Polizisten bei ihren Einsätzen bedroht. Nun erging sogar eine polizeiinterne Weisung, dass kein Wagen mehr allein zur Grunewaldstraße fahren soll. Polizei traut sich nicht mehr allein zur Grunewaldstraße 87, titelte unlängst die Berliner Zeitung auf ihrer Internetseite. Die DSTV hat dies nicht abgeschreckt und stattete dem Horrorhaus, wie es im Volksmund heißt, einen Besuch ab. Wir haben dort eine Bewohnerin getroffen und befragt. Sie gab nicht nur bereitwillig Auskunft, sondern führte uns auch durch das Haus. Uns offenbarten sich Zustände, wie man sie in einem zivilisierten mitteleuropäischen Land niemals vermutet hätte. Der oben im fünften Stock schlägt seine Frau und sie ist schwanger. Und wir haben versucht, ihr zu helfen. Ja. Sie will keinen Hilfe annehmen, sie will ihn nicht anzeigen. Da stehen wir dann nur mit gebundenen Händen, kann man nichts machen. Hm. Ich wohne ja im Gartenhaus, wie gesagt, und im Gartenhaus wurde im vierten Stock von 4 bis 5 Personen an der Wohnung von eine Familie gedonnert. Wenn ich vom vierten in zweiten heiratet und wach werde, und ich sage zu meinem Mann nur, da versucht einer die Wohnung über uns aufzubrechen, weil die sind verschlossen. Da meint er, nee, da fährt sich noch was anderes. In dem Moment hat auch Telefon geklingelt. Und dann wurde mir gesagt, bitte Maria, ruf die Polizei, es sind Leute hier, die Messer und Pistole haben, die wollen hier schlagen. Und ich weiß, dass die 3 Täter zurzeit in dieser Wohnung sich aufhalten. Und darauf hat die Polizei diese Wohnung gestellt. Das war diese Wohnung? Das war diese Wohnung. Nur die Wohnung ist nicht so beschädigt von der Polizei, sondern von dem Mieter, der sich da eingemistet hat. Ja. Wir haben die Wohnung schon so oft verschlossen und es wird immer wieder aufgebrochen und wird da geschlafen. Und aus dieser Wohnung wurde auch ein herausgeführt. Wir haben hier gehabt einen Laden, Babymama, also Baby-Mama-Babyladen, der wurde 2-mal von den rumänischen Bürgern ausgeraubt, überfallen. Wir haben einen Handyladen hier, den wurden schon Handy aus Schaufenster geklaut. Die Kinder wagen hier in Umgebung. Sie dürfen nicht mit in Lidl gehen. Ihren Kinderwagen stehen, um einzukaufen, die werden geklaut. Die Leute kommen und suchen die Kinderwagen, Fahrräder hier. Von Kindergärten werden die Kinderwagen geklaut und hergebracht. Wir hatten eine Zeit lang hier über 30 Kinderwagen. Hausmeister und sein Assistent haben gestern das schön sauber gemacht. Das heißt, von gestern Mittag 16 Uhr bis jetzt sehen das, Sie was. Das wird dann einfach aus dem Fenster geworfen? Ja. Die Windeln und alles? Und ja, wird gekocht, die Abfälle aus Fenster runter. Man geht nicht mehr auf die Toilette. Da geht man in einen Behälter oder in Eimer. Und wenn man seinen Toilettengang erledigt und sich gewaschen hat, schmeißt man alles runter. Deswegen stinkt das alles hier. Beleidigungen sind gegangen, Bedrohungen so mündlich. Die sind auch zur Anzeige gebracht und ich habe keine Angst. Also ich mache meine Patrouille nachts auch immer noch. Es kam Kastenwagen, also Transporter, und da haben sie nur gesehen, wie sie mit Decken, Matratzen, Kinder
Tüten in Wohnungen verschwinden. Nächsten Tag waren sie 2-3 Tage da. Wieder so ein kein Bus, wieder Leute rein. Also wir haben hier, ich habe bestimmt 1000 Personen innerhalb von 2 Monaten gesehen, rein und raus. Oder was ist denn wir der Meinung, ganze Hintergrund der ganzen Geschichte? Wir sind alle Meinung, auch die Nachbarschaftshäuser äußern sich so wie wir, dass das eine Kaltentmietung ist. Ja, um danach dann Luxuswohnungen hier, genau. Eigentumswohnungen, wenn genau. Sie alle weg sind, dann... Ja, dann kann er machen, was er will. Das Haus steht unter Denkmalschutz. Die zuständige Baustadträtin Sibylle Klotz von Bündnis 90 Die Grünen sieht die Möglichkeit ihrer Behörde erschöpft. Mehr als Druck auf den Eigentümer des Hauses auszuüben, könne man nicht tun. Gegen den gehen mittlerweile die Altmieter mit juristischen Mitteln vor, da sie vermuten, dass er das Gebäude absichtlich herunterkommen lässt. Das Problem muss jedoch auf politischer Ebene angegangen werden. Und das nicht nur auf Bezirksebene. Wir als NPD fordern daher, das Heimatlandprinzip bei dem Bezug von Sozialleistungen gesetzlich zu verankern. Das heißt, dass nicht erwerbstätige EU-Ausländer nicht hier in Deutschland Sozialleistungen beziehen können, sondern unabhängig von ihrem Aufenthaltsort in ihrer Heimat Sozialleistungen beantragen müssen. Das würde endlich dafür sorgen, dass Deutschland nicht mehr der Sozialmagnet für alle europäischen Länder darstellt. Die Vorgänge in der Berliner Grunewaldstraße 87 dokumentieren das Versagen der Politik auf allen Ebenen. Hiergegen muss sich der Widerstand in der Bevölkerung regen, sonst sind Zustände wie in Schöneberg bald überall an der Tagesordnung. Das war es auch schon für dieses Mal. Doch bevor ich mich verabschiede, noch der Hinweis, dass Sie unsere Arbeit selbstverständlich unterstützen können. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende auf das eingeblendete Konto. Machen Sie es gut, auf bald, Ihre Emma Stapel.